Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich war so ein bisschen ratlos, was ich heute für ein Video hochladen soll. Ich hätte ein Lego-Video hochladen können, da dachte ich, oh, es war erst vor kurzem eins. Und dann kam mir gestern Abend beim Aufwachen im Bett die glorreiche Idee von Vervloggt. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, aber ich dachte, durchforstest du mal deine Festplatte nach alten Videoschnipseln, wo was witzig sein könnte. Ne, also Fails beim Filmen, Versprecher, wie oft ich mein Intro teilweise drehe. Ganz am Anfang, wo ich meinen Kanaltrailer gedreht habe, den habe ich auch 50.000 Mal aufgenommen, aber da gibt es eine sehr witzige Szene mit den Schwänen. Das werdet ihr dann gleich als erstes sehen. Mein Freund hat immer gesagt, oh, du musst das fest, also du musst das mal posten, das ist so witzig. Und ja, ich hoffe, ich kann euch mit diesem kurzen Video den Tag erhellen, ein bisschen zum Lachen bringen hier in der schwierigen Zeit, in der langweiligen Zeit. Und ich glaube, in Zukunft werde ich die Outtakes sozusagen speichern, sammeln und das immer mal wieder machen. Wie oft, das weiß ich nicht, aber wenn man im Park unterwegs ist, passieren immer öfter mal ganz witzige Dinge. Genau, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Denkt dran, liken, abonnieren und kommentieren, ne? Und viel Spaß! Ist die Wand ein bisschen zu stark? Ihr seid genauso Disney-verrückt wie ich, dann seid ihr bei meinem Kanal genau richtig. Ihr seid genauso Disney-verrückt wie ich, dann seid ihr auf meinem Kanal genau richtig. Ob Disney Halls, Disney DIYs oder Disney Vlogs im Disneyland. Ich zeige euch jede Woche, wie sich Disney in meinem Leben. Wieso sind hier so viele Schwäne? Ich hab Angst. Ihr seid genauso Disney-verrückt wie ich, dann seid ihr auf meinem Kanal genau richtig. Ich zeige euch jedes Wochenende. Nee. Ihr seid genauso Disney-verrückt wie ich, dann seid ihr auf meinem. Ihr seid. Ich weiß noch nicht, ob man mich hört wegen der Musik. So, ich probiere jetzt diesen, dieses Ding ohne meine Zähne, weil sonst geht das nicht. Geht nicht. Hallo. Bin ich nicht scharf? Jetzt. Wenn man die Leute erstmal vorbei, also muss es hier scharf werden. Thank you.
Welcome, foolish mortals. Welcome. Welcome, foolish mortals. 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 Red. Du crashst gerade mein Video, ne? Das schmeckt ein bisschen roh. Ja gut, das ist auch so ein nicht fertig gebackener Kuchen, aber man ist oben drauf. Ja, könnte. So now I'm trying this mug cake. Kackcake ist Kackcake. It tastes a little bit like raw cake. So meine Lieben, die dauert jetzt nur eine Stunde. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier zur Frozen Celebration, der neuen Frozen Season hier im Disneyland Paris. Ihr könnt sehr gespannt sein. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier zur Frozen Celebration, der neuen Frozen Season hier im Disneyland Paris. Die Season läuft vom 11. Januar bis zum... Hello everybody. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin hier zur Frozen Celebration, der neuen Frozen Season hier im Disneyland Paris. Und die Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier zur Frozen Celebration. Oh, mein Arm. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier zur Frozen Celebration, der neuen Frozen Season hier im Disneyland Paris. Ich zeige euch Merchandise, Snacks, was ihr alles erleben könnt. Die Season läuft vom 11. Januar bis zum 3. Mai, also relativ lang. Ich würde sagen, wir starten. Oh, nochmal. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin hier zur Frozen Celebration, der neuen Season hier im Disneyland Paris. Die Season läuft vom 11. Januar bis zum 3. Mai. Wir hätten gerne. Aber man sieht den Daniel im Hintergrund, ne? Ja. Ich habe alles drauf. Wir verpassen nix hier. Warte mal. Man muss mich schon sehen. Ne? Ja, Moment. Erstmal muss das Schloss hier auch mit drauf. Jetzt geht doch nicht mal mit ins Bild. Ich will das Schloss mit abfilmen. Musst du ausmachen? Wo hast du denn den Ding? Genau, einfach mal. Du hast ja Assistentin. Kostet Geld. So, sie im Mond. Man macht das nicht direkt, ich voll Idiot. Ist bereit? Okay. Sieht man das? Number 2 is the new Frozen show here at Disneyland Paris. Walt Disney Studios. The new show at the Walt Disney Studios. Number 2. Mann! Invitation. New show. Jetzt muss ich nochmal machen. Number 2. Take 2. Warte, klappe die 250. Number 2. Musical Invitation. Musical Invitation. The Frozen. Fang von vorne an. Wie willst du denn schneiden nachher? Mann. Du musst halt in einem sagen. Deutsch ist einfacher gleich. Ja. At the Walt Disney Studios Park, the Frozen, the musical invitation. You can. Kann ich mal gleich sagen, es heißt. Tech 39.
Number two on my list is... Hast du irgendwie komisch gesagt. Ja? Hast du komisch gesagt? Ja, ne? Auch, okay. an, auch als ja, Elsa ist vertreten. Nee, ja. Auch Elsa ist dabei. Ja. Okay. Natürlich ist auch Elsa dabei. Lockerer, ein bisschen so, ein bisschen mehr... Aus der Hüfte. Aus der Hüfte raus. So, warte noch, jetzt. Nummer zwei auf meiner Liste ist die neue Musical Invitation Show hier in den Walt Disney Studios. Was hast du das jetzt geguckt? Ja, weil du gesagt hast, Musical Invitation Show. Frozen. Das ist einfach die neue Show, Frozen, a Musical Invitation. Okay, die neue Show, Frozen. Frozen, Frozen, a Musical Invitation. Tag 983. So, jetzt schnell, da steht jetzt Frozen, schnell. Na, du hast einmal gestockt wieder. Auch, du hast immer gesagt, auch Elsa ist mit dabei. Oh, sehr anstrengend mit euch. So. Das muss perfekt sein. Aber du kannst doch dann nachher die besten Sachen schneiden, weil das war jetzt gerade schön, dass da Frozen gestanden ist. Ja, da kommt er jetzt wieder. Warte, ich sag wann. Oh, das ist, ach cool. Jetzt. Nummer zwei auf meiner Liste ist die neue Show hier in den Walt Disney Studios. Herzlich willkommen, meine Freunde. Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Die rasende. Bist du wirklich, ey? Rasend. Rasend rennst du durch immer. Guten Tag, ich teile heute mal alles einmal. Hallo, ihr Lieben. Folgt mir nochmal gerne. Lasst mir ein Like da. Bis später. Okay. Ernst. Ein bisschen mit Liebe reinstecken. Okay, wow. Das habt ihr jetzt alle einfach ignoriert. Schneit's wieder. Natürlich möchte ich euch die genialen Shows nicht vorenthalten. Ich werde euch einen kurzen... Natürlich möchte ich euch die genialen Christmas... Natürlich möchte ich euch die genialen Christmas-Shows... Natürlich möchte ich euch die Shows zur Weihnachtszeit auch nicht vorenthalten. Ich werde euch in diesem Video einen kleinen Ausschnitt davon zeigen, aber auch die kompletten Shows auf meinem Kanal hochladen. Also viel Spaß beim Schauen! Hallo alle Disney-Fans und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, hallo erstmal aus dem verschneiten Disneyland. Es gibt einige Attraktionen im Disneyland, also im Hauptpark und auch in den Walt Disney Studios, die ihr mit dem Fastpass... Ich hoffe, dieses Intro... Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und auch bei Fragen könnt ihr einfach gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche sie dann zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich werde hier noch ein bisschen im Disneyland rumlaufen bei diesem tollen Wetter. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Video. Also bis dann und ciao!